An vielen Kindertagesstätten herrscht Personalmangel. Der Erziehermarkt ist wie leergefegt. Soll Personal aus fachfremden Bereichen umgeschult oder Zeitarbeitskräfte eingesetzt werden? Wir haben Bürger in der Mainzer Innenstadt nach ihrer Meinung gefragt. Grundsätzlich ist der Bedarf da und deswegen finde ich es gut, wenn man diese Frage überlegt und andenkt. Es ist eben aber trotzdem genau zu prüfen, wer sich eignet. Und man darf da keine Schnellschüsse machen, dass man irgendwelche Leute da praktisch zwingt und denen androht, sie kriegen keine Unterstützung mehr, wenn sie nicht diese Ausbildung machen. Also sehr gut auswählen, es handelt sich hier um unsere Nachfolger. Ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, dass man auch Leuten aus anderen Bereichen die Möglichkeit schafft, sich ein neues, interessantes Arbeitsfeld zu schaffen. Ich finde das eigentlich nicht gut in Deutschland, dass man immer das Gefühl hatte, man kann nur eine Arbeit machen, wenn man die 40 oder 50 Jahre lang macht. Die meisten sind ja auch Mamas, also von daher. Und wer kann es da besser beurteilen als die Mamas? Finde ich vollkommen in Ordnung. Warum soll es nicht da auch funktionieren? Weil in der Pflege funktioniert es ja auch. Die Unqualifizierten können das ja alles durch Weiterbildung, Fortbildung aufarbeiten. Also da sehe ich überhaupt kein Thema da drin. Wenn die Kindertagesstätten Betreuerinnen so eine umfängliche Ausbildung hinter sich haben, um die Kinder betreuen zu können, dann halte ich das nicht für richtig, dass man jetzt Zeitarbeitskräfte oder fachfremde Kräfte da einsetzt, um einfach die Lücken zu füllen, die von der Kommunen oder vom Land auch versäumt worden sind mit der Ausbildung. Also aus meiner Sicht ist das eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. In anderen Ländern, zum Beispiel Skandinavien, da sind also Erzieherinnen ausgebildet wie studierte Lehrerinnen. Und ich glaube nicht, dass es gut wäre, jetzt den Standards hier nach unten zu gehen und die billige Nummer zu machen, sondern man sollte eher den Standard heben und den Leuten mal richtig Geld geben, dann findet man auch genug Leute dazu. Die Arbeit mit Kindern verdient Anerkennung. Und wenn ich da wieder einen Dumpingpreis einführe, dann geringschätze ich ja auch diese Arbeit mit Kindern. Und die ist nicht hoch genug zu bewerten. Wir haben beim bischöflichen Ordinariat nachgefragt, wie es das Bistum Mainz als Träger von über 200 Einrichtungen handhabt. Die Kindertagesstätten im Bistum Mainz sollen ja keine Kinderverwahranstalten sein, sondern wir legen großen Wert auf das pädagogische Konzept in den rund 210 Einrichtungen, die es im Bistum gibt. Und dafür braucht es natürlich gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb sind zum Beispiel Zeitarbeitsfirmen für uns in diesem Bereich kommen überhaupt nicht in Frage. Dagegen würde zum Beispiel auch sprechen, dass das Bistum die Erzieherin nach dem Tarifwerk des Deutschen Caritasverbandes bezahlt und das bei Zeitarbeitsfirmen ja nicht mehr gegeben wäre.